Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen First Look Video hier auf meinem Kanal. Wir schauen uns heute A Moment's Respite an. Endlich das erste Dark Souls Limited Edition Motiv. Und wie gut mir das gefällt, wie gut es angekommen ist, das werde ich jetzt hier in diesem Video behandeln. Wie vermutet, ist dieses Display relativ schnell ausverkauft gewesen. Mit nur 1000 Exemplaren und einer so starken Marke war das auch abzusehen. Dann steigen wir jetzt mal ein in die Detailaufnahmen. A Moment's Respite ist im Grunde so, wie man sich es vorstellen konnte, wenn man die Bilder gesehen hat. Kontrastreich ist was anderes, ist hier natürlich aber auch nicht gewollt. Die Details der Rüstung sind soweit gelungen. Ich finde auch das Leuchtfeuer mit seinem Funkenflug wirklich ganz nett. Der Hintergrund verschwimmt aufgrund seiner düsteren, nicht vorhandenen Kontraste. Ich habe mir auch in den Aufnahmen schwer getan, euch das gut darzustellen. Allerdings ist es auch wirklich so, dass man sehr viel Licht braucht, um den Hintergrund gut wahrzunehmen. Er ist gut ausgearbeitet und die Steinformationen sehen an sich gut aus. Allerdings bin ich kein Freund von zu viel dunklen Tönen und das ist hier leider vorherrschend im Hintergrund der Fall. Es ist Dark Souls, trist und melancholisch, so wie man es kennt. Allerdings hätte ich mir dann für eine Limited Edition doch gerne ein anderes Motiv gewünscht. Da es sich hier um ein Display mit Glow-in-the-Dark-Effekten handelt, wollen wir uns die jetzt auch noch anschauen. Heute mal wieder eine besonders schweißtreibende Angelegenheit. Die Glow-in-the-Dark-Effekte sind ganz ordentlich gelungen und der Funkenflug sieht wirklich hübsch aus. Allerdings ist dieser hier echt schwer auf der Kamera im Bewegtbild einzufangen. Insgesamt eine solide Limited Edition, die jeden Fan zufriedenstellen sollte. Ich zähle mich zu diesen Fans, allerdings stellt es mich nicht so wirklich zufrieden. Das soll es dann auch jetzt schon gewesen sein. Nochmal vielen Dank für eure Unterstützung. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.